Hey, Renate, guten Morgen. Morgen. Grüß dich. Grüß dich. Was ist denn los? Du, mein Auto hat schon wieder was. Wir müssen was tun. Wir reparieren dann eh voll gern, aber möchtest nicht einmal auf was Neues umsteigen? Ich hätte einen schnittigen Porsche hineingekriegt, der passt gut zu dir. War eh voll super, aber nein, zuerst brauche ich ein Rennrad. Im Sommer dann. Renate, dazu einmal, was hat's denn genau? Das Auto macht irgendwie komische Geräusche. An der falschen CD im Autoradio liegt's ja nicht? Nein, bist du arg. Okay, gut, dann schauen wir's uns an. Aber wir haben so viel Arbeit, magst du mir ein bisschen helfen? Ja, sicher, passt. Cool. Adjustierung passt, ich hätte gesagt, wir gehen uns an. Jawohl, passt. Gut, Renate, kontrollier mal deine Vorderachse und den Unterboden, ob da irgendwas auffällt. Na gut, schauen wir. Wow. Hey Patrick, nein, du musst mir helfen, ich komme da echt nicht aus. Ich hab's mir eh fast gedacht, aber komm auf, helfen wir zusammen, das haben wir gleich. Gut, Renate, wir werden jetzt deine Bremsen kontrollieren. Ja? Ich bitte, vielleicht kannst du mir ein wenig helfen, nimm mal die Zierkappen runter, bitte. Okay, das heißt circa so. Perfekt. Magst du mir das Rad übernehmen, Renate? Ja, ich hoffe, mit Training hat sich schon ausgezahlt. Ja? Ja, mit Sicherheit. Du Patrick, wie ist denn eigentlich die Firma Autobörse Bretini nicht entstanden? Das ist ganz einfach erklärt. Mein Papa hat das Unternehmen 1997 gegründet. Mhm. Der ist 2008 bei einem Unfall im Motorsport verstorben und ich habe dann die Firma übernommen. Wir sind einerseits freie Werkstätte und andererseits Gebrauchtwagenhaus. Wie viele Mitarbeiter hast du schon? Wir haben 7 Mitarbeiter. Ey, wow. Und was machst du alles? Du, unser Portfolio ist eigentlich ziemlich breit. In der Werkstätte machen wir von der klassischen Pickerl-Reparatur über Services nach Herstellervorschrift, Windschutzscheiben, kleinere Blechschäden und so weiter. Und im Handel verkaufen wir überwiegend junge Gebrauchte von, ich sage einmal, Polo bis Panamera, von Alpha bis Volvo, quer durch die Bank. Jetzt erst brauche ich nur Rennrad und dann schlage ich zu. Ja, apropos Rennrad, wie bist denn du zum Finishline-Team gekommen? Boah, naja, sportlich war ich eh schon immer. Laufen war halt immer voll meins und dann habe ich gedacht, irgendwie war Abwechslung immer super. Dann habe ich ein bisschen zum Radfahren angefangen und dachte, ja, das macht auch Spaß. Und dann bin ich eingestiegen mit einem Schwimmkurs, einem Kraulkurs im September beim Keller Bernhard. Und dann ist er hingegangen. Und jetzt bin ich beim Finishline-Team dabei und gebe voll Gas. Ja, das klingt voll cool. Mhm. Weniger cool ist der Zustand von deinem Flitzer. Der ist eine mittlere Ruine. Wir müssen da Bremsscheiben und Klötze ersetzen. Okay. Der Stoßdämpfer ist auch ziemlich undicht und der Feder ist gebrochen. Mhm. Wir reparieren da das voll gern. Mein Vorschlag, ich stelle dir kostenlos ein Leihauto zur Verfügung. Und wir melden uns, wenn er fertig ist. Passt. Gut, Renate, ich bringe dich zum Leihauto. Pass auf, Renate, ich biete eins unserer 5 kostenlosen Leihautos an. Okay. Ich erkläre dann auch ganz kurz durch. Ist ein Benziner, da ist der Schlüssel. Er ist Vollkasko versichert und wir melden sie einfach bei dir, wenn wir mit deinem Flitzer fertig sind. Was der aber eigentlich ringen tut es nicht mehr. Du, ich renn gerade heim nach Haag. Nach Haag, willst du rennen? Sicher. Ich weiß, du bist eine Sportskanone, aber das ist schon ein Stickel. Nein, das geht sich schon aus. Tschüssi! Renate, bist der Wahnsinn. Baba!